Wir haben heute angefangen mit dem Seilzug in der dritten Sektion. Also das erste Tragseil von Birg Richtung Schildhorn, wo wir jetzt ziehen. Dieser Seilzug hier ist relativ speziell. Wir haben eigentlich sämtliche Seile von der alten Anlage gegen links verschoben auf die neue Anlage und ziehen jetzt mit den alten Seilen die neuen ein. Und somit ziehen wir auch die alten Seile rausziehen. Also ein neues rein, ein altes draus. Dann gibt es zwei Fliegen mit einer Klappe schlussendlich. Ja, da haben wir jetzt zwei Maschinen. Eine ist in Tal unten und eine im Berg oben. Das sind jeweils ein Linearzug, heißt man das. Und das ist immer eine Klemme, die greift ein Seil und dann löst die andere Klemme. Die andere Klemme fährt dann wieder nach und greift das Seil wieder. Also es geht so fließender Übergang mit den Klemmen. Bergstation ca. 55%. Die Maschine hat sehr hohe Tonnage, was sie ziehen kann, bis zu 100 Tonnen. Und dadurch, dass das von Schildhorn ins Birg so ein riesiges Spannfeld ist, muss man die Tonnage relativ hoch halten, dass das Seil in der Luft bleibt. Es gibt keine Bahnen, die auf der Welt gleich sind. Es hat jede seine eigene Spezialität und seine eigenen Tricks und Kniffs. Und beim Seilzug ist es noch viel, viel schlimmer. Es gibt kein Buch, das einem sagt, wie man Seil ziehen soll. Es gibt 100'000 Ideen, aber aus so vielen Ideen und so vielen Möglichkeiten, das Richtige rauszuholen, das Sicherste, das Effizienteste, das macht für mich den Seilzug aus.